Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Rebels. Ja, es kommen jetzt noch genau zwei Folgen und in der dritten Folge, die ich dann euch noch bekannt geben werde, könnt ihr euch dann unten sozusagen in den Kommentaren bewerben, wie ich in der letzten Folge schon gesagt habe. Und ich habe mir überlegt, ich werde das dann so machen. Ihr müsst dann halt, ihr schreibt halt einen Kommentar mit eurem YouTube-Account, ist klar. Und dann schreibt ihr da unten rein Charaktername, auf den ich euch am meisten antreffe, damit wir das gemeinsam bereden können, schreiben können oder wie auch immer. Und den Server natürlich dazu. Es gibt ja noch zwei Server, Mephisto und Minotaurus, auf welchen Server ihr gerne möchtet. Das müsst ihr mir schreiben. Dann besprechen wir das alles und wenn ihr dann in der Liste halt, ja, zum Beispiel Nummer 1 seid oder so, dann kommt ihr auch als erstes dran. Und wenn der erste durch ist, dann werde ich den zweiten kontaktieren und immer so weiter, ne? Wie gesagt, es sind jetzt schon, ich glaube, lasst mich nicht lügen, ich habe die Liste hier gerade nicht liegen, drei oder vier drauf. Also, wenn ihr möchtet, dann, ja. Dann müsst ihr euch ein bisschen beeilen, damit ihr vielleicht auch rechtzeitig drankommt. Sonst wird das ein bisschen dauern. So. Das Lied der Toten, das haben wir in der letzten Folge abgeschlossen. Genauso wie Kenntest 4. Wir wollten ja in dieser Folge zu den Bambuswäldern, das können wir auch gleich mal machen. Aber erstmal gehen wir hier noch die Quest ab. So, Kenntest 4. Das mit dem Braunkeiler, der ist da hinten. Und ja, Tranquila, wie gesagt, können wir momentan noch nicht machen. Lieferung von verbrannten Knochen machen wir mal später. So, jetzt haben wir hier Kenntest 4 abgeschlossen. Jetzt kommt Kenntest 5. Müssen wir Spitznabel, Gallus und so. Eigentlich könnten wir ja die machen, bevor wir ja hinten zu diesem Wald gehen. Zu denen da hinten hier. Da irgendwo hinten. Ja, ich würde sagen, wir machen das hier mal. Und was haben wir sonst noch? Spitzschnabel, Gallus, die können wir machen. Monstereier, Schlüssel, Vulkanus und so. Dodo-Federn, das ist alles das, was wir momentan nicht machen können, beziehungsweise da hinten ist. Steinsalz können wir bald abgeben, das können wir auch noch nicht machen. Ja, also ist eigentlich erstmal nur diese Spitzschnabel, Gallus und Weißfeder, Gallus. Und hier hinten müsste dann eigentlich nach Kenntest 5, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Moment, da irgendwo soll es dann noch eine Quest geben. Sollen wir mal gucken. Also erstmal machen wir dann die Spitzschnabel-Gallus. So, HV-Buffs sind auch endlich weg. Sehr schön. Oder eher nicht so. Wird mal kurz gebufft. Und dann geht's los. Oh, ich brauche noch zwei Jobpoint-Level. Und dann bin ich Jobpoint-Level 40. Das heißt, ich kann die Buffs auch auf Maximum ziehen. Was auch sehr praktisch ist. Hier, die können wir eigentlich mal höher machen. Die kosten ja nicht so viel Jobpoints. Dann haben wir mal stärkere Buffs vom Dings her. Aber einmal können wir ruhig noch. Haben wir den schon mal stärker. Feuerschild lasse ich erstmal. Weil das kostet viel zu viel hinterher. Was haben wir hier so? Nee, lassen wir mal. Erstmal so. Ja, hier fangen auch schon mal die Weißschnabelgallus an. Ich schippe auch mal ruhig. Dann geht das immer ein bisschen schneller. Ihr kennt das ja. Hier, konzentrierender Schuss. Wunderbar, es lässt sogar was fallen, das heißt ab und zu mal ein bisschen bücken. Schaden tut's nicht. Ja, und dann einfach erstmal die Gallus hier töten. Oh, ich hätte auch längst meine Kette lernen sollen. Machen wir nach der Quest, Leute. Dann gehen wir in die Stadt und lernen die mal. Hätte ich eigentlich schon viel, viel früher machen sollen, weil so gehen uns Lachs durch die Lappen, aber naja, mein Gott. Was soll's. Ja, der Huna, also wie gesagt, der Huna macht bisher ganz schön Spaß. Na klar, die meisten besten Skills und der Power-Output und so alles, der kommt immer, wenn du die größte Klasse hast, also die Meisterklasse, ist klar. Aber da sind wir, wenn wir so weiter spielen, noch Lichtjahre entfernt.
Aber ich habe euch vorgewarnt, ich will ein Projekt machen, wo ich nicht unbedingt mitgezogen werde oder so. Wenn es die Situation bietet, dass es wirklich zufällig ist, zum Beispiel, dass wir im Dungeon sind, jemanden hat ein iPad oder so dabei, kann ich nichts gegen sagen. Werde ich dann auch einfach mitkloppen, wenn sie mich lassen. Das ist auch so eine Sache, ne? Wenn sie sagen, nein, darfst nicht, du hast kein iPad, dann habe ich halt verschissen. Wie gesagt, ich werde das so spielen, als ob ich neu bin. Im Endeffekt bin ich ja hier auch neu auf dem Server. So, Spitzschnabel, Gallus sind tot. Deswegen warte ich auch immer hier auf die World Buffs. Wenn die World Buffs kommen, bin ich sofort Abbruch der Quest und ab ins Dungeon. Weil ins Dungeon kann man mit den World Buffs doch einiges machen. Auch wenn wir nur ins Moon gehen, das würde erstmal vollkommen reichen, um die nächsten 10 Level zu machen. Also bis Level 50. Und würden wir dann Rang 3 Klamotten haben und dann wieder World Buffs geben, dann könnten wir ins Lost Mine. Das würden wir sogar schaffen im Endeffekt. Das dauert halt nur ein bisschen, ne? So, hier Weißfeder, hier gibt's, die gibt es Gott sei Dank hier wie Sand am Meer. Alles kein Ding. So, der ist auch down. Was haben wir denn sonst noch hier? Quatsch, wo ist die Quest? Oh. 10 Spitzschnabel noch und 8 Weißfeder. Ja, kriegen wir auch hin. Ist ja kein Ding. Kann man nebenbei sowas ein bisschen anders erzählen? Ich war gestern, muss ich ja ganz neidlos anerkennen oder beziehungsweise sagen, in Mad Max Fury Road drin, der neue Mad Max. Saugeil, der Film. Total abgefeiert. Ich weiß nicht, der geht glaube ich 129 Minuten. Genau weiß ich es nicht. 120 Minuten sozusagen davon ist Action. Also 9 Minuten nur normal reden oder beziehungsweise Anfang des Films, Ende des Films. Voll krass. Also wenn ihr mal wirklich einen richtig geilen Actionfilm sehen wollt, wo nur Action von vorne bis hinten ohne Pause, geht in Mad Max rein, der momentan noch im Kino läuft. Er hat ja gerade erst angefangen. Ganz ehrlich, Daumen von mir nach oben, also der Film ist einfach ein Muss für jeden Actionfan. Der ist richtig gut. Man sollte vielleicht erzählen, dass der Film ab 16 ist. Falls ihr noch nicht 16 seid, habt ihr eh Arschkarte. Aber da kommt er auch noch hin. Als ich meinen ersten 18er-Film im Kino gesehen habe, das war auch was ganz Besonderes. Weil da, welcher war denn das? Drive war das, glaube ich. Drive. Ein Autofilm, Auto-Action-Rennfilm, wie auch immer. War ganz cool eigentlich. Nur bei der Eizelle habe ich mich so dermaßen erschrocken. Und zwar als jemand. Vorsicht, Spoiler, falls jemand den noch sehen möchte. Jemand ein Restaurant ausrauben wollte. Es auch merklich geklappt hat und dann die Verkäuferin oder der Verkäufer hinterher kam mit einer Pumpgun in der Hand und dann losgeschossen hat, aber man es nicht gesehen hatte oder beziehungsweise ihn oder die Verkäuferin erst nicht gesehen hatte und dann sich total erschrocken hat. Das halbe Kino hat sich bestimmt voll zusammengezuckt. Wie gesagt, das war merklich einer meiner ersten 18er-Filme im Kino. Vorher habe ich natürlich selber 18er geguckt, was man eigentlich nicht sollte. Aber naja. Nee, wie gesagt, das ist schon eine ganz schön andere Atmosphäre, wenn man Filme ab 12 guckt im Kino oder halt Filme ab 16 oder ab 18 im Kino guckt. Die Atmosphäre ist um einiges anders. Kann ich sagen. Deswegen sage ich auch euch, wenn ihr 16 seid, geht ruhig der Mad Max rein, gibt mal die, weiß nicht, 15 € aus, je nachdem, ob es 3D, 2D ist, und guckt ihn euch an. Einfach nur Hammer. Lohnt sich total. Ich mache hier Werbung für Filme, ich glaub's ja nicht, ey. Ich wollte sowieso mal auf meinem Kanal hier beginnen mit Reviews von Spielen und Filmen. Steht auch bei meinem Kanal Informationen dabei, aber naja. Hat noch Zeit, ne? Erstmal bin ich hier ja mit Let's Plays dermaßen beschäftigt, dass ich da nicht noch was anderes hinzufügen möchte erstmal. So, müssen wir denn die jetzt hier abgeben? Ich gucke mal, bevor wir dahin reiten. Dem Gildenoffizier von Horizon. Gut, ich glaube, den müssen wir da jetzt abgeben. Der gibt uns eine Folgequest, mit der wir dann da hinten hin müssen. Und dann da ein, zwei Quests machen müssen. Die machen wir auch jetzt.
Weil, wenn wir hier schon einmal sind, dann können wir die fertig machen und dann brauchen wir die nicht nochmal machen. Und kriegen dadurch vielleicht nochmal einiges an Punkte. So, es ist ja wieder ein neuer Tag hier. Ich würde mal ganz gerne gucken, was es denn so an Ausrüstung gibt. Ich bin ja immer noch dabei, eine Rüstung zu suchen. Eine Magierrüstung und zwar eine Rang 3er. Eine gute Rang 3er. Das ist zwar nur böse, ist aber kühn. Wäre im Endeffekt vielleicht gar nicht schlecht. Aber wir suchen mal weiter. Vielleicht gibt es noch eine andere. Hier, dämonisch schnell, aber. Ich habe es euch letztens schon erzählt. Es kauft keiner für den Preis. Weil Spieler, die länger dabei sind, auch auf dem Server hier, die brauchen so eine Rüstung nicht, da sie ein Highpad haben. Und neue Spieler, die können sich so eine Rüstung gar nicht leisten. Das heißt, man bleibt im Endeffekt auf den Klamotten sitzen. Das habe ich selber schon mitbekommen auf unserem Server. Ich habe es auch schon versucht, so zu verkaufen, so richtig teuer. Aber da bleibst du auf den Klamotten sitzen, definitiv. Es sei denn, du hast wirklich mal Glück und es kauft jemand. Aber das ist in den seltensten Fällen nicht so. Naja, so, jetzt haben wir eine Quest bekommen. Wo ist sie denn? Da war Prüfung bestanden. Wir haben die 5 Prüfungen jetzt bestanden. Und müssen jetzt mit Jäger Ken, der Ehemann von Barbie, nein, Quatsch, hier unten sprechen. Der gibt uns dann 2 weitere Quests, glaube ich. Oh! Ach nee, bringt mir ja nichts. Die sind ja ab 100. Ach, ich wollte gerade sagen, ich würde die gerne nehmen, aber. Könnte ich im Gürtel packen, wollte ich gerade sagen, aber ich bin ja noch nicht Level 100, weil die sind, glaube ich, erst mit Level 100 einsetzbar. Also. Hab mich gerade schon gefreut, wer wegen Almus, weil Almus ja plus 30 Wit oder so gibt, ne? Oder plus 21? Ich habe keine Ahnung. Ich benutze die Karte nie. Weil es da bessere eigentlich gibt. Ich hätte sonst gerne eine genommen, aber da ich die eh nicht anlegen kann, brauche ich auch momentan keine. Die kriegst du später auch noch in Hülle und Fülle. Egal, ob du sie haben möchtest oder nicht. Manchmal liegen sie sogar ab und zu bei uns auf dem Server in Rondo, in der Innenstadt oder so. Das habe ich auch schon gemerkt. Wenn mein Lootpad dann da aktiv ist oder so, dann sammelt er da alles ein. Und ich habe da schon manchmal so merkwürdige Sachen eingesammelt. Manchmal auch echt teure Sachen, die, weiß ich nicht, entweder aus Fun weggeschmissen werden oder aus Versehen. Ich weiß es nicht. So, wir haben eine neue Quest angenommen. Und wir müssen mal gucken. Da müssen wir Feldschildkröte töten. Hier, diese hier. Grobe Feldschildkröten oder zumindest so ähnliche. Die sind hier alle. Da ist der Glutschuppe. Ach komm, lass mal den machen. Aua, aua, aua. Der macht mein Froschi bestimmt aua. Was haben wir gedroppt bekommen? Naja. Der All ist kein Mülleimer, Süße. Aha. Was für Mülleimer, also für Neue wie mich zum Beispiel hier mit einem neuen Charakter würden sich über so eine Karte eigentlich freuen, wenn man sie einsetzen kann. Aber da ich noch nicht 100 bin und so schnell auch, glaube ich, nicht wird. Mama, wir haben ja jetzt schon so lange bis 40 gebraucht. Aber ich muss auch sagen, das sind die Anfangsquests, Leute. Wenn ich irgendwann in den Bereich komme, wo es die größeren Quests gibt, da kann es dann mal schnell passieren, dass dann 4, 5 Quests ein Level abdeuten. Oder 6, je nachdem. Und dann aber auch Zeit für Dungeon Partys ist, ne? Obwohl ich hier, glaube ich, eher sage, ich habe noch nie eine Dungeon Party Looking vorgesehen. Egal welche Zeit, morgens, mittags, abends, keiner hat was gesucht, zumindest habe ich nichts gesehen. Während des Let's Plays, ihr? Vielleicht habe ich auch nicht aufgepasst. Aber ist wirklich rar gesät hier. Ich glaube, das war vielleicht sogar ein Fehler, hier neu anzufangen. Weil, wie gesagt, als Neuer hast du ja echt, ja, verschissen, könnte man sagen. Aber das habe ich ja in den letzten Folgen schon gesagt, dass die Betreiber sich immer mehr um Minotaurus kümmern müssten. Als um die anderen Server. Dürfen zwar die anderen Server nicht fallen lassen oder flachlegen lassen, aber. Sie sollten sich mal in hauptaugenscheinlich hier um Minotaurus kümmern. Ist meine Meinung. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Also die sollten unbedingt mehr Spieler für Minotaurus werben. Und dann kriege ich hinterher so eine E-Mail. Ja, der Mephisto, der wurde jetzt neu hinzugefügt, der Server.
kommt und tretet dem Server Mephisto bei und so. Ey, was soll denn die Scheiße? Macht mal Werbung für Minotaurus oder habt ihr den schon abgestempelt? Anscheinend. So kommt mir das vor, Leute. Aber naja, was soll man erwarten? Rappels halt. Es macht zwar Spaß, aber leider ist es... Ja, wie soll ich sagen? Um es leicht zu erklären. Einer Hand halten sie die Hand auf, wenn sie Geld hören oder klingeln. Aber andererseits bringen sie auch nicht den gewünschten Qualitätsstandard, würde ich so sagen. Ne? Das ist es leider. Aber wie gesagt, es macht trotzdem Spaß. Das ist irgendwie das Komische daran. Sonst hätte ich doch schon längst mit aufgehört. Da könnt ihr mir aber glauben. Es ist komisch. Ich weiß auch nicht warum. Und es gibt auch so viele andere Online-Spiele, die auch richtig cool aussehen, wie Guild Wars und ach, was weiß ich, was es da alles gibt. Da gibt es so viel. Sieht alles richtig geil aus. Werde ich wahrscheinlich auch nach und nach irgendwann mal Let's Playen oder beziehungsweise anfangen, wenn es mir gefällt, weiterführen. Aber momentan ist halt Rappels Standard, ne? Und das wird sich auch so lange nicht ändern. Also Rappels, wie gesagt, wie ich schon mal erwähnt hatte, ist bis Folge 300 geplant. Und ich denke mal, wird dann sogar noch mehr geplant sein. Folge 200 bin ich jetzt auch gerade schon dabei am Plan. Ich meine mal, rückt der jetzt auch ein bisschen näher. Wird diesmal ein bisschen anders sein. Wird nicht mit so vielen Leuten sein wie letztens mit der Community. Aber ich bin da noch nicht sicher, was ich daraus machen werde. Mal gucken. Muss ja auch mal ein bisschen was anderes kommen, ne? Vielleicht mit einer kleinen Verlosung. Ich weiß es noch nicht. Ich meine mal, ich habe ja jetzt fast 300 Abonnenten. Wo ich das hier aufnehme, habe ich 297 Abonnenten. Voll krass, ey. Nein, wir finden also noch 3 Abonnenten sozusagen. Dann kriege ich ein neues Kanalbanner von Jack Spacer. Guckt ruhig mal bei seinem Kanal vorbei. Das sage ich immer wieder gerne, weil der macht echt gute Videos. Und das sage ich nicht bei allen. Und, gibt es dann von mir auch noch vom 300 Abonnenten Special ein Gewinnspiel. Deswegen wird es wahrscheinlich auch trotzdem ein kleines Gewinnspiel, aber nur ein kleines Gewinnspiel zu Rappels Folge 200 geben, mit irgendwas noch als Rappels, je nachdem. Ich weiß aber noch nicht was. Muss ich mir nämlich noch Gedanken machen. Es sind ja, naja, wie soll ich sagen, es sind ja noch 34, 33 Folgen hin, ne? Aber naja. So, bis wir da sind, dauert es ja auch noch ein bisschen. Ja, da ist noch eine kleine. Wir brauchen auch nur noch die kleinen Felsschildkröten. Felsschildkröten, nicht Feldschildkröten. Also mit Felder hat die nichts zu tun. Oh Mann. Oh, eine ist da noch, dann sind wir auch mit der Quest fertig und dann müsste eigentlich der Glutschuppe kommen, oder? Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube ja. Oh, ich sehe auch gerade, wir sind wieder 18 Minuten. Ich wollte ja eigentlich noch nicht länger Folge machen, sondern erst in 2, 3 Folgen. Aber okay, dann ist das auch wieder ein bisschen länger. Naja gut, warum nicht? Würde ich sagen, gebe ich die in der nächsten Folge ab und dann machen wir Glutschuppe und dann sehen wir weiter. Also, macht es gut, bis zur nächsten Folge. Tschüss.